der Jahren mit einer bislang starken Saison. Werder hatte sich eine ganze Menge vorgenommen mit exakt der gleichen Mannschaft wie zuletzt. Ist auch Marvin Ducksch und Niklas Füllkrug ganz vorne dabei. Die erste Ecke gehört den Regensburgern in der 5. Minute und plötzlich steht es 1:0 für den Jahren. Steve Breitkreuz mit dem Führungstreffer, sein zweites Saisontor, war eine gute Ecke von Singh und Jiří Pavlenka absolut ohne Abwehrchance. Felix Agu freigespielt von Niklas Füllkrug. Agu wieder rüber, Bittencourt und dann hinten Marvin Ducksch. Das hätte das 1:1 sein können, wenn nicht sogar sein müssen. Ducks Abschluss geht am Ende, wie wir in der Zeitlupe sehen werden, sogar noch auf die Latte. Ansonsten ein starker Angriff über Agu. Romano Schmid hier mit dem Ball rüber Richtung Agu und dann in der Mitte der Ausgleichstreffer durch Leo Bittencourt. Zweites Saisontor für Bittencourt, ein guter Abschluss, der hier verdientermaßen den Ausgleichstreffer für Werder bedeutete. Noch einmal der Ball hier rüber Richtung Agu und dann spektakulär, wie Bittencourt den nimmt. Gutes Auge auch von Schmid, der die Szene für Agu so erst ermöglicht hatte. 1:1, dann auch gleichzeitig der Halbzeitpausenstand. Freistoß, Marvin Ducksch aus dem Halbfeld heraus. Agu, Toprak, Agu, undurchsichtige Situation. Werder macht weiter, Handspiel reklamiert, Bittencourt und Friedel mit dem 2:1. Und so hat es sich dann doch nochmal zugetragen. Toprak, Agu, Bittencourt und Friedel. Und Werder bekam Kontermöglichkeiten, wie dann hier. Niklas Füllkrug. Füllkrug nimmt Tempo auf. Ducksch läuft mit, bekommt dann den Ball. Marvin Ducksch und dann das 3:1 in der 89. Spielminute. Guter Ball rüber von Füllkrug und dann Ducksch souverän mit diesem Lupfer über Alexander Meyer. Eigentlich wirkte es jetzt so, als hätte Werder diese Partie sicher. Aber der Jan glaubte doch nochmal an sich selbst und vielleicht sogar eine Spur mehr als noch beim Spielstand von 1:2. Und das offenbarte sich dann hier. Sapit Singh mit dem Anschlusstreffer nur noch 2:3. 4 Minuten Nachspielzeit waren insgesamt angezeigt. Und Regensburg kam mit dem nächsten Ball richtig gefährlich nach vorne. Yildirim 3:3. Es durfte nicht wahr sein, doch dann kam die Erlösung. Spannung blieb aber. War es eine Abseitsposition, ja oder nein? Hier sehen wir die Kopfballverlängerung. Und Yildirim stand zu weit vorne. Erleichterung bei Werder und hinten raus auch noch was zu feiern. Denn es gab den jüngsten Werderaner aller Zeiten, Fabio Chiarodia. Mit 16,5 Jahren eingewechselt worden, löst Nick Woltemade ab, kam zu einem Kurzeinsatz und durfte auch Teil dieses grün-weißen Erfolgs in Regensburg sein. Marvin, Glückwunsch, 3:2 in Regensburg. Ich glaube, das war heute nochmal ein echter Gradmesser, nicht nur aufgrund der äußeren Witterungsbedingungen, sondern weil es auch ein richtig starker Gegner war. Ja, kann man so sagen. Wir haben die ersten 10 Minuten wieder verpennt. Jetzt müssen wir uns wieder ganz klar ankreiden, wir sind nicht gut ins Spiel gekommen. Haben keinen Druck auf den Gegner bekommen. Mit Ball haben wir noch nicht so die Lösung gefunden, die wie wir uns da vorgestellt haben. Ja, aber dann mit dem Rückstand haben wir es wieder richtig gut gemacht. Haben die Räume gefunden, die der Gegner uns gegeben hat. Haben in der ersten Halbzeit schon 2-3 Riesendinger. Können da auch schon in Führung gehen. Und ja, hinten raus haben wir einfach weiter unseren Stiefel durchgezogen. Ich glaube auch dann verdient in Führung gegangen. Und ja, hinten raus haben wir ein bisschen Glück gehabt. Da müssen wir nochmal ankreiden, wie wir das dann zu Ende bringen. Aber nichtsdestotrotz überglücklich, 3 Punkte mitgenommen. Schwieriger Gegner, schwer zu spielen hier und so kann es weitergehen. Ja, auf jeden Fall. Wir sind natürlich ganz schlecht in das Spiel gestartet. Ist irgendwie alles, das was wir uns vorgenommen haben, anders gelaufen. Wir waren einfach zu spät in den Zweikämpfen, im Gegenpressing, im Spielaufbau, in allem. Und dann wirst du halt eiskalt bestraft. Aber ich denke, die Reaktion danach war sehr, sehr gut und mehr als verdient zur Halbzeit mit 1:1 in die Pause gegangen. Und danach war es wichtig natürlich, dass wir dranbleiben, dass wir in Führung gehen. Aber das, was die letzten 6-7 Minuten passiert, darf uns nicht passieren, ganz klar. Ja, das war es. Es ist immer unangenehm. Hier bleiben auch eigentlich immer eng die Spiele. Wir haben einen denkbar schlechten Start erwischt ins Spiel. Waren, glaube ich, so von der Intensität jetzt nicht überrascht. Aber wir haben sie eben nicht angenommen in den ersten Situationen. Haben dann aber eine super Reaktion gezeigt auf den Rückstand und müssen eigentlich in der ersten Halbzeit das Spiel vielleicht sogar schon drehen.
In der zweiten Halbzeit haben wir zur rechten Zeit die Tore geschossen und hinten raus ist einfach nochmal unnötig spannend gemacht. Wobei diese Spielverläufe da mit vielen langen Bällen hier auch ein bisschen typisch sind und trotzdem war es dann zu einfach. Ich glaube, da müssen wir es einfach schaffen, das Ganze konsequent und auch seriös über die Bühne zu bringen. Aber unterm Strich war es trotzdem eine Leistung, die kämpferisch, glaube ich, sehr gut war. Und spielerisch haben wir sicherlich noch das eine oder andere, woran wir arbeiten müssen. Das ist aber nicht überraschend. Und trotzdem haben wir hier heute bei einer Spitzenmannschaft der zweiten Liga aktuell 3 Punkte mitgenommen. Kommt dann noch mit einem frühen Standard, glaube ich, noch in Rückstand. Aber ich hatte heute nicht das Gefühl, irgendwie auch beim 1-0 für Regensburg, dass wir heute dieses Spiel verlieren. Eine Frage, die du wahrscheinlich schwer beantworten kannst, ich frage trotzdem. Fabio ist eingewechselt worden, ist damit der jüngste Werder-Profi aller Zeiten tatsächlich. Und Marco ist auch nach seinem Tor direkt zu ihm hingelaufen. Was für einen Stellenwert hat er in der Mannschaft so als Küken? Einen riesengroßen. Da sieht man, glaube ich, unseren Zusammenhalt. Fabio ist ein super Junge, hat sich das absolut verdient. Schade, dass wir es nochmal so spannend gemacht haben, dass wir nicht gerade so mit ihnen jubeln konnten, wie wir uns das erhofft haben, weil es dann hinten raus doch nochmal eng wurde und wir erstmal alle Kräfte sammeln mussten, aber das wird jetzt in der Kabine getan. Ja, natürlich ist er das extrem kleine Küken, aber man sieht die sehr gute Qualität, die er hat, wirklich. Ob es jetzt die Zweikämpfe, das Passspiel, was auch immer ist. Man sieht, er hat ein sehr, sehr hohes Niveau, da kann sehr, sehr viel erreichen. Und wenn man bedenkt, er ist 16, unglaublich, unglaublich, was er da schon leistet. Aber er muss weiter Gas geben, er muss sich reinhauen, muss in jedem Training zeigen, dass er will. Und das, glaube ich, das macht er auch. Und dann hoffe ich oder denke ich, dass er eine große Karriere haben kann. Ja, falls ihr das nicht mitbekommen habt, er wollte mit seiner langen Hose auf Platz. Weil er, glaube ich, so aufgeregt war, hat er die lange Hose vergessen auszuziehen. Haben gesagt, Fabio, du musst deine lange Hose schon ausziehen. Das sind Geschichten, die der Junge nie vergessen wird. Ich freue mich für ihn. Schade, dass es so unter leeren Rängen war. Aber ich glaube, für ihn ist es trotzdem erste Ligaspiel, jüngste Bundesligaspiel von Werder Bremen. Ein guter Junge. Hat eine riesen Karriere vor sich, wenn er so weitermacht. Aber demnächst hat er dann doch die lange Hose ausziehen. Nö, dass er jung ist, war mir bewusst. Dass er jetzt der jüngste Spieler aller Zeiten ist, war mir nicht bewusst. Was zeichnet ihn deiner Meinung nach aus und was war auch der Grund, warum du ihn dann letztlich heute, ich will mal sagen, belohnt hast, dass er eingewechselt wurde? Ja gut, im Endeffekt auch die Spielsituation, dass wir jetzt nicht mehr allzu viele Spieler auf der Bank hatten, die eine gewisse Größe mitbringen, die im Defensiv oder ein Defensivspieler sind, reine Defensivspieler, das ist er. Und insofern hat die Spielsituation heute auch dann dazu geführt, dass er nochmal ins Spiel kam. Ansonsten, ja, wissbegieriger Junge, aufmerksam in dem, was er tut. Stand er jetzt aufgrund dessen, dass er ein paar Tage auch gefehlt hat, erst sehr kurz auf dem Platz. Aber heute hatte das vor allem auch den Grund, dass wir nicht mehr allzu viele Spieler hatten, die eine gewisse Größe mitbringen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich mein Debüt gegeben habe. Aber dass ich jetzt der jüngste Spieler bin, darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Ich bin viel eher froh über die 3 Punkte, dass wir gewonnen haben. Und dass ich heute gespielt habe und mein Debüt gegeben habe, ist natürlich auch nicht schlecht. Warum bist du ausgerechnet zu ihm gelaufen? Lustigerweise haben wir das ausgemacht und der Fabio meinte zu mir, dass ich heute ein Tor schieße auch. Und habe ich gesagt, ja, wenn ich treffen sollte, laufe ich zu dir. Und ich habe es dann schon gesehen, wie er sich gefreut hat, so wie ich auch. Und dann natürlich gehe ich zu ihm hin und feiere mit ihm. Ich habe ihm vor dem Spiel gesagt, dass er heute ein Tor schießen wird. Hatte ich so ein Gefühl. Dann meinte er, ja, wenn ich ein Tor schieße, dann komme ich zu dir. Dann hat er wirklich ein Tor geschossen. Ja. Da warst du schon halb auf dem Feld, glaube ich, ne, als er das Tor gemacht hat. Also ich hatte im ersten Moment Angst, dass er es vergessen hat, um ehrlich zu sein. Aber hat sich daran erinnert, also alles gut.